Vergiss, dass du Deutsch lernst. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute möchte ich mit dir über ein sehr wichtiges Prinzip sprechen beim Sprachenlernen. Es ist sehr wichtig, dass man vergisst, dass man eine Sprache lernt. Klingt paradox, ist aber so. Und zwar versuche ich diese Videos immer sehr inspirierend zu machen und immer sehr aufschlussreich und immer sehr interessant, damit du möglichst vergisst, dass was ich sage auf Deutsch ist. Ja? Oder dass du mir zuhörst und völlig vergisst, dass du Deutsch lernst. Ja? Dass du dich vollkommen auf das konzentrierst, was ich sage. Ja? Denn wenn du dich auf das konzentrierst, was ich sage, dann lernst du viel, viel effizienter diese wunderschöne Sprache. Ja? Denn wenn du dich zu sehr auf die, wenn du dich zu sehr auf auf die Form konzentrierst, ja, und nicht die Botschaft, dann aktivierst du andere Teile deines Gehirns. Aber wenn du, ich weiß jetzt nicht, ob das die linke Gehirnhälfte war oder die rechte Gehirnhälfte, die für Kreativität zuständig ist, aber diese Gehirnhälfte musst du aktivieren, ja, beziehungsweise die aktivierst du automatisch. Und wenn du vergisst, dass du Deutsch lernst und dich wirklich nur konzentrierst auf das, was ich sage, ja, wenn du dich auf die Kommunikation konzentrierst, ja, wenn du dich auf die Kommunikation konzentrierst, dann lernst du viel, viel effizienter diese Sprache, ja. Du merkst gar nicht, wie du Fortschritte machst, ja, du wirst es vielleicht später irgendwann merken und denkst dir, wow, ich verstehe ja ganz schön viel. Ich kann jetzt auf einmal viel besser sprechen. Aber es ist alles unbewusst. Ja, das ist ein sehr interessanter Aspekt beim Sprachenlernen. Dass das alles sehr unbewusst passiert. Und du lernst gerade unbewusst Deutsch einfach dadurch, dass ich dir etwas vermittle. Ja, ich sage etwas, was auch wirklich Gehalt hat. Und dadurch lernst du die Sprache. Ja, ich könnte es auch so machen, dass ich sage, hallo, ich heiße Marco, wie heißt du? Und dann spiele ich jemand anders. Ich bin Tim. Hallo, ich bin Tim. Hallo, Marco. Ja, ich könnte solche Dialoge machen, die eigentlich alle gar nichts. Ich könnte solche Dialoge machen, die eigentlich gar nichts aussagen. Ja, ich könnte mir alle möglichen Dinge ausdenken, wo du gar nichts Neues lernst. Aber dadurch, dass du auch etwas Neues lernst, ja, dass du nicht nur Deutsch lernst, sondern auch etwas Neues lernst, dass du interessante Informationen bekommst, dadurch lernst du sehr, sehr effizient Deutsch. Ja? Es kann sein, dass ich über dieses Thema schon mal gesprochen habe, aber ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema und deshalb wollte ich heute nochmal darüber sprechen. Ich hoffe, es war hilfreich. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!